Liebe Bernerinnen und Berner, vor 10 Tagen ist unser öffentliches Leben zum Stillstand gekommen. Wenn ich am Morgen mit dem Velo in die Stadt fahre, in Erlacherhof fahre, die Strassen, die Plätze sind wie leergefegt. Wenn ich am Abend zurückgehe, das Gleiche. Das heisst aber auch, dass die Massnahmen sehr gut befolgt werden. Das ist super. Ganz herzlichen Dank für die Disziplin. Nur so kommen wir zusammen durch die Krise. Nach und nach gewöhnen wir uns an unser Leben. Daheim, mit dem Kind, ohne Kind, teilweise ganz allein, fast ein bisschen wie eingesperrt. Aber wir haben ja unsere kleinen Freiheiten. Wir können noch raus, wir können kurz an die frische Luft, einen Spaziergang machen, gehen kümmern. Ich glaube, die schweizerischen Massnahmen, das Mass, das ist ein bisschen weniger als andere Länder haben. Es ist ein gutes Mass und ich glaube, mit diesem Mass können wir auch durch die Epidemie durch. Ich glaube aber auch, dass die Massnahmen jetzt so sicher noch etwa 4 bis 6 Wochen werden andauern. Wir leben wirklich in einer Krise, wir leben in einer außerordentlichen Lage. Die außerordentliche Lage ist die höchste Alarmstufe, die der Bund kennt. Also auch in einem Krieg gäbe es keine höhere Alarmstufe. Und wir leben wirklich in einer Krise. Sie hat wie ein Hammer zugeschlagen und viele sehr unerwartet getroffen, wirtschaftlich hart getroffen und die Aussichten sind ungewiss. Es ist darum umso besser, dass der Bund sehr rasch reagiert hat und die nötige Hilfe bereitgestellt hat. Und auch der Kanton Bern hat die nötige Hilfe sehr rasch bereitgestellt. Unser Anliegen als Stadt Bern ist es jetzt, dass die Hilfe sehr rasch auch gefunden wird und dass wir die Leute auf die richtigen Kanäle lenken können, damit sie zu dieser Hilfe kommen, rasch und sicher, damit die wirtschaftlichen Aussichten für alle hoffentlich besser sind, auch nach der Krise. In dieser Zeit danken wir allen, die uns unterstützen. Wir danken natürlich zuerst und vor allem denen im Gesundheitswesen. Die arbeiten schon sonst viel, jetzt arbeiten sie noch viel mehr, für unsere Gesundheit zu sichern und sicherzustellen. Wir danken aber auch allen, die in den Läden arbeiten und so unsere Versorgung sicherstellen. Und überhaupt danken wir allen, die sich mehr denn je engagieren für uns in diesen Zeiten. Liebe Bernerinnen und Berner, unser Leben ist anders geworden. Es ist kleiner geworden. Es ist auch langsamer geworden. Das könnte uns deprimieren, das könnte uns fertig machen, das könnte uns auch wütig machen. Ich hoffe aber sehr, dass die meisten von uns einigermaßen mit dieser Situation zu Schlag kommen. Ich glaube, hier in Bern schaffen wir das so. Weil in Bern, das ist so ein bisschen, wo man nicht gesprengt. Hey, bleib am Boden. Nimm es mit der Ruhe. Ich glaube, wir entdecken mehr und mehr auch gewisse Qualitäten, die wir vorher nicht mehr so kennt haben. Wir rutschen ein bisschen enger zusammen. Ich hoffe sehr, dass neben allem Schwierigen, neben allem Leid ab und zu etwas Positives zum Vorschein kommt. Ein Beispiel ist die Solidarität. Ich finde, wir erleben in diesen Tagen sehr viel Solidarität. Und wisst ihr was? Ich finde auch, die Leute sind freundlicher geworden. Wir sind als Gesellschaft ein bisschen freundlicher geworden. Und ich finde das positiv. Und etwas anderes ist mir auch noch aufgefallen. Sogar die sozialen Medien sind sozialer geworden. Hass, Respektlosigkeit habe ich viel weniger gesehen oder praktisch nicht mehr gesehen in den sozialen Medien. Und auch das finde ich positiv. Die sozialen Medien helfen uns heute, eben miteinander im Kontakt zu bleiben, auch wenn wir sonst nicht mehr so viele Kontakte haben und verdienen wirklich ihren Namen soziale Medien. Wir leben in historischen Zeiten. Noch in 10, 20 oder 50 Jahren werden wir unseren Enkelinnen und Enkeln von dem Frühling 2020 erzählen. In dem Frühling 2020, wo die halbe Welt wegen dem Virus stillgestanden ist. Schreibt ihr ein Tagebuch? Jetzt wäre vielleicht der Moment, ein Tagebuch anfangen zu schreiben. Eure Enkelinnen und Enkel würden sich freuen. Ich wünsche euch alles Gute und natürlich vor allem gute Gesundheit. Merci.